Hallo und herzlich willkommen zurück zur Tutorial-Reihe in Java, wie ihr ein kleines Snake-Spiel programmieren könnt. Im letzten Part haben wir schon erfolgreich unsere Snake gezeichnet. So sieht die aus. Ja, ist doch süß, oder? Also Startlänge von 3 haben wir vorgegeben und dann haben wir das Ding eben gezeichnet. Ja, heute soll es darum gehen, Snake dann auch zu bewegen und die Steuerung zu absolvieren. Und das ist quasi der Part, in dem ja, die ganze Logik geschehen wird, ja, denn das ist eigentlich das Schwierige. Sobald man das drin hat, die Bewegung und das alles, dann ist das Ganze, der ganze Rest kein Problem mehr. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen Events. Denn wir müssen ja irgendwie herausfinden, welche Taste der Spieler drückt. Ja, ob der Spieler jetzt nach links drückt oder nach rechts drückt. Und wir brauchen einen Action Listener. Also, wir brauchen quasi Events. Und da gibt es verschiedene Listeners, und zwar einmal einen Key-Listener und einen Action-Listener, den wir jetzt benötigen werden. Und ja, ist glaube ich schon verständlich. Also der Key-Listener, der wertet einfach unsere Keys aus, welchen Knopf wir gedrückt haben, welche Taste. Und der Action Listener, der ist dann dafür notwendig, um Snake zu bewegen. Denn da können wir dann mit einem Timer quasi ein paar Delays einstellen und so weiter. Und das machen wir dann dort alles. So, aber jetzt genug gelabert, jetzt fangen wir auch mal an. Also wie gesagt, wir brauchen diese Events, das sind sogenannte Listeners. Und dann brauchen wir einmal einen Key Listener. Und welchen brauchen wir noch? Den Action Listener. So, jetzt stehen die da aber so doof und ihr seht schon, da gibt es ein Problemchen, denn wir müssen Implements dahinter schreiben. Ja? Also wir implementieren jetzt diese beiden Schnittstellen. So, und natürlich müssen wir die auch noch erstmal importieren. Also kurz auf Import drücken, dann haben wir's. So, jetzt ist aber Gameplay rot umkringelt. Warum das denn? Naja, weil die Klasse ist nicht abstrakt. Wir könnten jetzt sagen Public Abstract. Abstract Class ist kein Problem. Ja, abstrakt halt so. So, abstrakte Klasse wollen wir aber nicht, denn ihr seht schon, in der Main ist jetzt das Problem, von abstrakten Klassen kann man immerhin keine Objekte erzeugen. So, also wir haben abstrakte Methoden aus den Listeners, die müssen wir überschreiben. Und die müssen wir jetzt alle implementieren. Das macht ihr, indem ihr eben da draufklickt, wie ich jetzt. Und diese abstrakten Methoden müssen wir jetzt hier eben alle ausführen. Also nicht ausführen, wir müssen selber implementiert haben. Und zwar mit addOverride müssen wir die dann überschreiben. So, KeyTyped und KeyPressed werden wir nicht benötigen in diesem Projekt. Zumindest vorerst nicht, ja, wer weiß, was noch alles kommt. Das heißt, die packe ich einfach mal nach unten. Welche wir aber brauchen werden, sind eben diese beiden KeyReleased. Ah ne, KeyPressed brauchen wir, KeyReleased brauchen wir nicht. Also wir wollen prüfen, ob eine Taste gedrückt wird. Aber wir wollen nicht überprüfen, ob eine Taste wieder losgelassen wird. Ja, das ist erstmal nicht so wichtig. So, also ich packe die beiden mal nach unten. Und dieses hier kann natürlich raus. Da wird erstmal eine neue Exception gefloat. Jo, wollen wir nicht. So. Da müssen wir jetzt erstmal überprüfen, welche Taste gedrückt wird. Das geht relativ leicht und da müssen wir natürlich entsprechend unsere Variablen, die wir oben erstellt haben, ja, also hier links, rechts und so weiter, die müssen wir dann dementsprechend auf True, False und so weiter setzen. Okay, fangen wir an. Also, if. So, danach E. Ja, wir haben hier nämlich ein Event, Key Event, und wenn dieses Event .getKeyCode, ja, wenn dieser Keycode gleich ist dem Key-Event Punkt und dann haben wir den Key VK Write haben wir da als erstes gehabt, ja. Also wir überprüfen jetzt, ob von unserem Event gemeldet wird, dass wir nach rechts drücken. Was machen wir dann? Naja, dann soll sich unsere Schlange natürlich erstmal bewegen. Heißt, wir setzen einen Account, habe ich es genannt, ne? Counter zählen wir nach oben. Ah, Counter ist auch doof. Keine Ahnung. Ich finde keinen gescheiten Namen dafür. So, dann setzen wir natürlich erstmal rechts auf True. Aber wir müssen natürlich die anderen alle auf False setzen.
Also left ist false, was ist noch false, up false. Ja, also wie ich es am Anfang schon im letzten Part gesagt habe, wir wollen immer, dass nur eine einzige dieser Variablen auch auf true ist. Ja, aber denn wenn mehrere true sind, das macht ja keinen Sinn. Also, jetzt haben wir eben nur rechts auf true. So, jetzt haben wir aber noch was ich hinzufügen möchte. Und zwar ist es ja in Snakes nicht so, dass man sofort wechseln kann mal bei manchen Sachen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel direkt nach rechts gehe und dann aber direkt nach links gehen möchte, das geht ja nicht. Also ich kann nicht in mich selbst reinlaufen, weil dann würde ich ja natürlich sofort sterben. Also ich muss dann nach oben drücken. Ich kann nicht nach links drücken. Und das will ich jetzt noch einbauen. Also, machen wir das erstmal weg. Wenn wir nicht nach links gehen, dann setzen wir rechts auf true. Ja, gar kein Problem, ne? Wir gehen nicht nach links, kein Ding. So, wenn wir jetzt aber nach links gehen, ja, also wenn wir davor noch, ihr müsst euch vorstellen, wir gehen aktuell nach links und dann drücken wir rechts. Und das geht dann nicht. Wir müssen dann nach oben oder nach unten drücken. Sonst würden wir ja in uns selbst reinlaufen. Das heißt, dann setzen wir natürlich right auf false und laufen weiterhin nach links. Ja, also ich glaube, das wird später noch klarer, wenn man sich danach im Code selbst, im Spiel ansieht. So, das dürfen wir jetzt einfach copy-pasten für unsere anderen Tasten. So. Also. Wir wollen jetzt erstmal so dann eben nicht right, sondern left. Und dann, wenn wir nicht nach rechts gehen, dann setzen wir left auf true. Und dann haben wir hier left und right, also einfach austauschen, dann passt es. Okay, ist das schon mal fertig. So. So, bei up und down müssen natürlich links und rechts immer false sein, egal was passiert. Und dafür ist dann natürlich hier up. Und wenn wir dann nicht nach unten gehen, dann möchten wir nach oben gehen. Aber wenn wir bereits nach oben gehen, dann möchten wir nicht nach oben. Nach unten gehen, wenn wir nach unten gehen, dann wollen wir nicht nach oben, sondern wir wollen nach unten weiterhin laufen. Ja, das ist das gleiche Spielchen. Also das gleiche auch noch für die letzte Hilfeabfrage. Also wenn down gleich true ist und nicht up aktiviert ist, dann möchten wir natürlich nicht nach unten. Also dann möchten wir nach unten. Und wenn nicht, dann möchten wir nach oben laufen. So, was ist denn das für ein Bullshit hier? Das stimmt doch überhaupt nicht. Nicht beides auf false. Macht ja keinen Sinn. Nee, wir wollen natürlich dann left auf true setzen. Wir wollen ja auch nach links laufen. So. Habt ihr wahrscheinlich schon jetzt überall geschrieben. Ah, was machst du für einen Scheiß? Ja, ich hab's richtig gesagt, aber ich hab's falsch im Code hingeschrieben. Das ist natürlich ganz schlecht. So, dann hier right und left. So, damit haben wir jetzt schon mal unsere Tastatur ausgewertet. Ja, also jetzt wissen wir, wann wir was drücken. Und das heißt, wir werden uns jetzt auch schon im richtigen Moment immer drehen. Ja, steht ja da right, left, up und down. Das haben wir im letzten Part schon erledigt, dass wir auch die Texturen dann jeweils immer die richtigen anzeigen. So, jetzt brauchen wir allerdings noch etwas, mit dem wir quasi immer so ein paar Abstände zeitlich einstufen können, ja. Ich meine, das ganze Spiel geschieht ja nicht innerhalb von einer Sekunde, wie das Programm das jetzt ausführen würde, sondern es geschieht ja immer in regelmäßigen Abständen, ja. Beispielsweise immer innerhalb von einer Sekunde, bis sich Snake bewegt. Und dafür brauchen wir einen Timer. Das heißt, wir machen jetzt eine neue Variable. Das ist ein Timer. Müssen wir auch noch importieren. Java Swing Timer, genau, da haben wir ihn. Genau, und dieser Timer, der ist eben genau für das verantwortlich, was wir wollen. Und danach sagen wir noch wie viel, also machen wir eine Integer-Variable, packen wir aber auch zu den Integer-Variablen. Wir haben so schön aufgeräumt den Code. Also public int delay, ich setze ihn einfach mal auf 100. Ticks, also ein bisschen mehr als eine Sekunde. 60 Ticks sind ja ungefähr eine Sekunde. Ja. Könnt ihr aber machen. Selbstverständlich. Wie ihr das gerne möchtet.
So, jetzt müssen wir diesen Timer aber noch irgendwie dieses Delay zuweisen und starten. Und auch, wir müssen auch noch unsere Listener zuweisen, unsere Events. Weil aktuell ist es so, ja, die sind zwar da, aber die werden noch nicht überprüft. Das ist wie so eine Alarmanlage, die ihr auf scharf stellen müsst, ja. Also aktuell sind sie noch nicht auf scharf gestellt und jetzt müssen wir die noch auf scharf stellen, damit sie quasi immer, wenn wir eine Taste drücken, danach ausgelöst werden. Wie so eine Interrupt-Steuerung. Und so, wie machen wir das? Da brauchen wir einen Constructor. Das heißt, wir haben ein Public Gameplay. Ja, und was ist das Besondere am Konstruktor, falls ihr es nicht wisst? Der Konstruktor wird immer aufgerufen, wenn ich ein Objekt von dieser Klasse erzeuge. Das heißt, genau hier, wenn ich sage New Gameplay, wird diese Methode hier aufgerufen. Und damit kann ich jetzt hier ja, meine Dingens auf scharf stellen, meine beiden Events. Und den anderen natürlich auch. So, ja, das ist noch ein anderes. Mit Add Keylisten, da passt es. Add FocusAble auf True. Das ist jetzt eigentlich, also es ist von dem hier aus, this. Das ist jetzt nicht so eine Keylisten-Geschichte. Set FocusAble. Wo ist es denn? FocusAble auf True. Ja, das heißt quasi, dass ich auch meinen Fokus auf das Panel setze. Wenn der Fokus auf einem anderen Panel liegt oder auf dem Frame, danach passiert natürlich bei mir überhaupt nichts. Dann kann ich so viele Tasten drücken, wie ich will. Wenn das Panel nicht fokussiert ist, danach werden auch die Interrupts bzw. unsere beiden Events nie ausgelöst. Ja, macht Sinn, ne? So, dann haben wir noch diesen Timer. Und das ist einfach ein neuer Timer. Und zwar mit einem Delay von 100. Und der soll einfach hier sein. Like this. So, aber jetzt haben wir gesagt, das ist ein Delay. Haben wir extra die Variable gemacht. Jetzt gibt es aber noch irgendein Problem. Achso, ich meine mit this jetzt nicht this, sondern... Ja, mache ich mal kurz das weg. Meine das. Muss ich den Timer aber auch noch starten dahinter. So. Timer.start. Aktiviert das Ganze dann. So, aber der hat ja noch ein Problem. Okay. Also Problem ist mit dem Timer, das sollte eigentlich schon so stimmen. Dass wir noch den Action-Listener nicht gefüllt haben. Glaube ich. Das probieren wir jetzt mal. Wir werden jetzt mal zuerst den Action Listener ausfüllen. Wollen wir Action performed. Genau. So. Okay, denn da kommt jetzt eben unsere ganze Snake-Steuerung rein. Wir werden zuerst mal den Timer starten. Und dann eben, ja, müssen wir nachschauen, wie jetzt die Steuerung eben funktioniert und in welche Richtung wir gucken. So, erstmal zur Steuerung. Da habe ich noch so ein kleines schönes Bildchen hier für euch gemalt. Ja, sehr schön. Wichtig sind erstmal die großen Grünpunkte, ja. Also die kleinen ist was anderes. Also wir haben ja unseren Snake-Kopf und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Teile. Und jetzt wollen wir wissen, was ist denn die neue Position, ja. Also jetzt bewege ich mich um ein Feld nach vorne, dahin, in dieses Feld. Und wie müssen sich alle anderen Snake-Teile bewegen? Naja, die Position von dem Nächsten steht ja immer im Vorderen drinne. Ja, also wenn ich jetzt wissen will, wohin muss dieses hier, ich ändere mal kurz die Farbe, wohin muss dieses hier, dann weiß ich ja, aha, ich nehme einfach die Position vom Kopf. Und dann habe ich die neue Position, ne? Also das ist ja die neue. So, und das hier, aha, da ist die Position. Also ich muss einfach immer nachschauen, was ist die alte Position und setze da mein neues Stückchen hin. Und mein Kopf, für den rechne ich einfach in die Richtung, in die ich gehe, plus 25. Denn 25 ist ja das nächste Feld. Also wenn ich nach rechts gehe, plus 25. Und wenn ich nach links gehe, minus 25 und so weiter. Und nach oben muss ich halt die Y-Werte verändern. Aber eigentlich relativ simpel. Und genau das mache ich jetzt auch.
Damit ich jedes Teil natürlich bewege, muss ich wieder eine Vorschleife machen. So, und zwar int i startet bei meiner snake length. I-. Also das ist jetzt einfach umgedreht, ne? Wir fangen jetzt nicht bei 0 an, sondern wir zählen quasi rückwärts. Also was ihr auch machen könnt ist, ja, vielleicht mache ich es auch so. Also wir fangen bei 0 an, ich habe es ja immer so gemacht. Und dann sagen wir halt e ist kleiner als snake length minus 1 und dann halt i++. Kommt aufs gleiche drauf raus. Ist scheißegal. Gut, genau, was wollen wir jetzt innerhalb dieser Vorschleife machen? Also wir sagen erstmal, dass wir snake y an der Stelle i plus 1 ist gleich unsere alte, also quasi eine neue Position, ist die alte. Ganz klar, ne? So. Genau. Und damit haben wir eben den Nullfall nicht drin, ne? Der Null, es fängt hier an, mit Position 1 ist dann Position 0 und so weiter. Das ist ja alles richtig. Okay, jetzt machen wir hier nochmal eine Vorschleife. Und zwar müssen wir jetzt auch die x-Werte festlegen. Ne, ich werde das ja tatsächlich... Müssen wir das für die y-Werte so machen. Also, dementsprechend dann i größer gleich 0. Ja, wir müssen von oben herab runterzählen. So, und hier, wegen dem minus 1, ne? Aber ich glaube, andersrum hätte es auch gegangen müssen. Wir können es ja ausprobieren. Wir können es einfach ausprobieren. Ich bin mir aber echt sicher, dass es andersrum auch funktionieren sollte. Also, hier machen wir es jetzt eh wieder. Was habe ich jetzt hier gemacht? Snake, length. Ja, ganz normal. Genau, also die Schleifen, das sind ja quasi immer die Bedingungen einfach, ne? Wie lang, wie oft wollen wir das Ganze durchlaufen? Ja. Also i ist gleich snake length, i ist größer oder gleich 0 und i minus minus. So, dann machen wir noch genau das gleiche, nur dass wir jetzt eben die x-Position verändern. Also snake x an der Stelle i ist gleich snake x an der Stelle i plus 25. Wir bewegen die alle erstmal um 25. Aber natürlich nur, wenn i gleich 0 ist. Ja? Also das ist ja das, was ich gesagt habe. Ne? Wenn wir beim Kopf sind, dann schieben wir um 25 und sonst immer um das letzte Glied. Weil wir ja nach rechts gehen, ne? Also wenn ihr es euch ja noch ein Bildchen vorstellt, upsala. Wir gehen nach rechts, also plus 25. Links wäre minus 25 und oben und unten dann eben die Y-Position. So. Und hier machen wir mal genau das gleiche. Also snake x an der Stelle i plus 1 ist gleich snake x an der Stelle i. Minus 1. Und da eben nicht plus 1. Genau, und so müsste die Schleife dann da oben auch anpassen. Also wir können ja auch sagen, wir fangen ganz normal bei 0 an und dann i ist größer gleich 0. Ne, hier brauchen wir eben die minus 1. Also es sind beides diese Schleifen so rum, gehen auch andersrum. Ja? Also ob ich jetzt, hier fange ich halt beim hintersten an und beim andersten fange ich beim vordersten an. Ah nein, ja, es ist tatsächlich nicht, es ist nicht wichtig, genau. Ich habe mich schon gewundert, weil normalerweise mache ich die Schleifen immer so rum. Also hat das irgendeinen Grund gehabt. Ist klar, wir müssen von oben anfangen, denn sonst löschen wir ja die Position davor schon. Wenn wir von unten anfangen, dann nehmen wir ja die Position immer weg. Okay. Gut, dann wäre das für die X-Position noch an der Stelle schon fast abgeschlossen. Oder, ja, wir lassen es erstmal so. Wir müssen noch was... Ah, ich mache das gleich, muss ich das die ganze Zeit kopieren. Und zwar müssen wir noch hinzufügen, den Fall, dass wir über den Bildschirmrand hinausgehen, ja.
dann wollen wir auf der anderen Seite wieder erscheinen und nicht einfach irgendwie, ja, verschwinden. Das ist ja eher nicht so cool. Oder dass dann irgendwie kaputt geht. Also bei Snake ist es ja immer so, dass man dann, wenn man aus dem Bildschirmrand rausläuft, dass man dann wieder an der alten Stelle erscheint. Also an der Stelle im Bildschirm. Das heißt, wenn unsere Position in X-Richtung größer ist als das vorgegebene 850, dann setzen wir einfach unsere X-Position an der Stelle auf 25. Also auf die andere Seite vom Bildschirm. So, nachdem wir das fertig gemacht haben, wollen wir nochmal neu zeichnen, also Repaint. Die ruft einfach diese Methode Paint nochmal von vorne auf. Ja, also dann geht's wieder, springt er hier rein, es geht wieder von vorne los. Genau, und dann sind wir auch schon mit rechts fertig. So, das gleiche jetzt nach vor, links, oben und unten kopieren. Ich habe es noch zweimal kopiert, aber für links und rechts spare ich mir ein bisschen Arbeit, weil es da noch ein kleines bisschen anders ist. Also wir haben jetzt hier genau das gleiche, nur dass wir jetzt hier eben X, nee, das passt, das müssen wir später austauschen. So, und jetzt haben wir halt hier die minus 25. Und hier müssen wir natürlich auch was einstellen. Wenn wir kleiner sind als 25, dann setzen wir es natürlich auf 850. So, und jetzt sind wir hier nochmal bei Up. Und hier müssen wir dann X und Y tauschen. So, und dann überall Y. So, und da wollen wir danach, ich glaube doch, ja, das müsste eigentlich stimmen. Ne, müssen wir minus 25 rechnen, ja. Ja, ja, nach unten wird es größer, ne? Wenn ihr den Bildschirm nach unten nehmt, wird es größer und nach oben wird es kleiner. Weil oben ist ja 0 und unten ist danach die höchste Zahl. Also bei uns in dem Fall, je nachdem wie groß euer Bildschirm ist, wie viele Pixel der hat. So, danach müssen wir hier auch wieder dieses Spielchen hier einstellen. Also sobald wir kleiner sind als 75, also oben angekommen, na, das ist ein bisschen verwirrend mit diesem kleiner, dann setzen wir es auf 625, also ganz nach unten auf dem Bildschirm. Und für Down geht es natürlich genau gleich. So. Da müssen wir halt nur wieder die Minus unten ändern. Also es sind hier dann natürlich plus 25. Wir gehen nach unten, es wird mehr. Und dann, falls wir größer sein sollten als 625, naja, danach können wir gleich auf 75 war es, ne? Auf 75 setzen. Dann natürlich wieder repayen. Und das Ganze sollte funktionieren. Gut, damit ist eigentlich die Snake-Steuerung fertig, glaube ich. Ja, jetzt sollte noch irgendwie das da oben mit diesem Timer funktionieren. Wo ich immer noch nicht ganz weiß, was das Problem ist. Ah, jetzt ist jetzt hier... Hat er erstmal das hier vergessen. Okay, ich weiß zwar nicht warum, aber es funktioniert jetzt. Ich habe einfach genau das gleiche nochmal hingeschrieben. Ich glaube, der hat davor einfach das Dis von dem Gameplay genommen, aber ich wollte das Dis als Klasse haben. Das hat er einfach nicht gecheckt. Ich habe jetzt irgendwie nochmal, ich habe echt lange dran gerätselt, warum das nicht funktioniert. Dabei war es mega einfach. Ja, also, das lag nicht an mir, das lag einfach an NetBeans. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum einige Eclipse benutzen, wegen solchen Geschichten. Wir hatten jetzt schon zweimal NetBeans Fails. Also ich hoffe, es hat bei euch funktioniert. Ansonsten einfach 1000 Mal neu schreiben, NetBeans neu starten und hoffen, dass es funktioniert. So, wir drücken mal auf Start und kriegen direkt erstmal ein paar schöne Fehler. Was gibt es da für Probleme? Array out of index exceptions. Okay, da haben wir hier etwas falsch gemacht. So, also wir sagen int i ist snake length minus 1. Ja, i ist größer gleich 0. I minus minus natürlich. Das müssen wir noch anpassen. Okay.
Und jetzt gibt es nochmal ein Out of Index Exception. Natürlich da unten, wo das auch noch falsch ist überall. Okay. Und das ist auch noch falsch. Muss überall minus minus sein. So. Oh, es geht los. Okay. Aber es gibt direkt nochmal ein Problem. Und zwar Key Released. Ja, das müssen wir wegmachen. Also wenn ich den Key loslasse, wird natürlich dieses Event ausgelöst. Das wollen wir. Also es wird automatisch ausgelöst und wir müssen die drin haben, weil das ja ein Interface ist, was wir da implementieren. Und bei Interfaces müssen immer der Rest alles drin sein. So, das heißt, wenn wir jetzt starten, okay, dann können wir hier schön bewegen, aber die Steuerung funktioniert noch nicht irgendwie. Warum auch immer. Steuerung! Okay, Leute, nach ewigen Suchen habe ich den Fehler gefunden. Es ist so dumm, dass nie mit euch drauf gekommen. Ich habe hier vergessen, die Keys zu ändern. Natürlich, wenn wir nach links drücken und wenn wir dann auch abdrücken. Ja, das habe ich vergessen. Ja, das ist immer. Es ist halt dieses Fehlersuchen, ne? Man hat schon die Logik richtig, man weiß aber nicht, warum es jetzt wirklich nicht funktioniert hat. So, und jetzt haben wir es auch. Ja, okay, jetzt funktioniert es. Es schaut aber noch. Ja, das stimmt noch nicht ganz von den Dingens, von den Bildern. Genau, ich kann jetzt aber nicht nach links drücken, ja? Also ich muss jetzt nach oben oder nach unten drücken. So, nach oben ist richtig, nach rechts ist auch richtig, nach unten ist noch falsch und nach links ist auch noch nicht das richtige Bild. Da müssen wir noch mal ganz kurz schauen. Das ist, hat dann eigentlich hier mit was zu tun. Also, wenn Left ist, dann wollen wir den Left Mouth haben. Wenn Up Mouth ist, dann wollen wir Up Mouth haben. Genau, das stimmt eigentlich. Aber wenn wir nach... Ah ja, ja, mit zweimal Left drin, dann müssen wir natürlich Down sein. Ja, also es kommt durch dieses Copy and Paste, ja. Dieses Copy and Paste habe ich da ein paar Sachen falsch gemacht. Okay, das funktioniert tatsächlich. Ja, unser Snake bewegt sich. Nach einem langen Tutorial, denke ich wieder. Wobei ich viel von meinen Überlegenszeiten jetzt rausschneiden werde. Und der eine dumme Bug, für den war ich nicht mal selbst verantwortlich. Das war einfach NetBeans, deswegen mag ich Java auch nicht. Genau wegen sowas, ja. Das habe ich immer irgendwann. Und das andere, ja, das war wirklich ein bisschen Dummheit. Das war halt durch das Copy and Paste. Aber für euch ist es ja kein Problem gewesen. Ihr habt den Bug ja sofort fixen können. Genau, und ich kann auch durch den Bildschirm durchgehen. Also es funktioniert. Ich komme oben raus und ich kann auch durch die Seite gehen. Wunderbar. Und ich kann jetzt eben nicht nach rechts drücken. Ich kann jetzt nicht nach unten drücken. Jetzt nicht nach links und so weiter. Das ist ja das, was ich gerade noch hinzufügen wollte. Okay, Leute, das war's dann von diesem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Im nächsten Part werden wir danach unser Futter spawnen lassen und dann dafür sorgen, dass wir das auch einsammeln können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!